Hey ho, let's go mit Puddel. Im letzten Part haben wir die Gießerei endlich beendet und können nun ins Atomkraftwerk hineinsteigen. Im letzten Part haben wir die Lava zum letzten Punkt gebracht und damit, ja, einiges wieder zerstört. Das können wir ja am besten. Schön, und da brennt alles. Und was passiert, wenn etwas brennt? Genau, man ruft die Feuerwehr an. Und diese steuern wir jetzt. Naja, eigentlich steuern wir Wasser, aber ja. Im Feuerwehrwagen. Ziele mit der Wasserkanone auf die fliegende Asche, um dein LKW zu schützen. Genau, du steuerst die Wasserkanone, also nicht direkt das Wasser, sondern die Kanone steuern wir. Wir können genau zielen und müssen das, den Brand einfach löschen. Und dabei schießt uns dauernd irgendwas Zeug rum. Das Feuerwehrauto soll nicht beschädigt werden, das ist auch schön. Ob ich das schaffe, mal sehen. Aber erstmal hier auf irgendwas zusteuern. Ich mache erstmal das unterste. Sieht am einfachsten aus. Auch wenn ich es gerade nicht treffe, so. Schnell Abwehr. Naja. Hat toll funktioniert. Komm, abwehren. Yippie. Ja, läuft schon. Also das Achievement habe ich jetzt schon versaut. Das ist schön. Jetzt wird immer schlimmer. Ich denke, drittes Mal sollte ich mich nicht treffen lassen. Wäre nicht so gesund. Hallo. So. Aber wir haben es ja schon geschafft. Schon lange her, seitdem wir Wasser steuern durften. Und toll, ja, wahrscheinlich wegen der Beschädigung. Ja, ja, habe ich nicht geschafft, schön. Und wir steuern wieder Wasser, lang ist her. Muss von Kabel zu Kabel springen, ja. Die Flüssigkeit klebt besser am Kabel, wenn das Flüssigkeitslevel weiter unten ist. Sag doch einmal, wenn weniger Wasser vorhanden ist. Flüssigkeitslevel. Sprechen wir jetzt hier Beamtendeutsch in Puddel oder was? Ich musste mal mein Flüssigkeitslevel senken. Das ist Hochdeutsch für muss aufs Klo. Alter. So, und hier mit etwas Schwung, allerdings nicht zu viel, weil sonst fällt das Wasser, wie ihr seht, wieder hinunter. Und das ist nichts gut. Und schon wieder. Gerade noch die Grenze habe ich, aber das denke ich ist zu viel, ja. Also viel zu schnell bin ich wieder unterwegs. Das ist schön. Übrigens habe ich wieder eine Kleinigkeit geändert. Und ihr dürft wieder raten, was. A. Ich zock zum ersten Mal um Mitternacht. B. Ich habe die Videoqualität verbessert. C. Ich habe keine Hose an. Und D. Alles drei. Ja, lass ich ein bisschen Zeit. Schön schreiben. Schreibst du jetzt mal? Alter, tippst du langsam. Bisschen schneller, wenn es geht. Aber ist mir jetzt auch egal, ich löse auf. Es ist nicht A und nicht C, wie alle dachten, sondern tatsächlich B. Ich habe die Videoqualität etwas verbessert. Sieht man vielleicht nicht so sehr. Ich muss auch sagen, bei Puddel habe ich auch nicht so sehr gesehen. Allerdings bei anderen Spielen, da hatte ich keinen Bock umzustecken. Da habe ich die Steckplätze so gelassen, wie sie jetzt bei der Aufnahme sind. Und ja, da habe ich deutlich gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich wusste nur nicht, woran das liegt. Jetzt habe ich es erkannt. Und zwar am Kabel. Das Kabel, was ich zwischen Verbindung zwischen HDP VR und Wii U benutze, das ist auch nicht so toll. Deswegen habe ich jetzt das Original Wii HDTV Kabel drin. Also das, was man für die Wii kaufen kann, dieses mit diesen 5 Steckplätzen. Das habe ich jetzt da dran angeschlossen und jetzt ist viel besser. Wie gesagt, am Puddel sieht man es nicht so stark, aber an anderen Spielen. Und wow, Alter, bin ich gut. In 20 Sekunden neuer Rekord mit fast alles. Das ist schön. So, weiterhin Wasser, muss von Kabel zu Kabel. Lies die Schilder, die dich vor dem Gefahren warnen. Gut, dann lese ich mal wieder ganz viel. Also hier schon mal nicht... Oh, Vögel, schönes Detail. Gut, da ist Schild. Deswegen geben wir mal ein bisschen Vollgas. Und hier ein bisschen langsamer und hier ein bisschen Vollgas. Ja! Ah, Mann! Ich weiß halt nicht, wie schnell ich darf. Hier kann ich ja wieder langsamer, solange kein Warnschild kommt, aber jetzt wieder. Jo! Ah! Seht ihr, hier muss ich wieder so viel Gas haben.
weiß man doch nicht im Voraus. Oha, cool. Und geschafft. Alter, bin ich ein Skiller heute. Und zeig mal, komm, Gold. Ajo, klar, und wie? Habe ich mir auch verdient. Oh, und wieder eine Zwischensequenz. Durch das Wasser verjagen wir eine Mücke wieder in irgendwelche Schächte. Und die guckt zu, wie ein Knopf gedrückt wird. Okay, da kann man es wirklich sagen, das war ausnahmsweise keine Kettenreaktion. Das wäre so. Obwohl, vielleicht wollte er die Mücke erwischen, genau. Und hat aus Versehen auf den Knopf gedrückt. Ja, ja, okay, dann ist weiterhin die Kettenreaktion. Vom verschütteten Kaffee. Flüssigkeit Natrium. Besonderheit, die Flüssigkeit verliert ihre Radioaktivität, wenn sie mit Drehkreuz in Berührung kommt. Die Radioaktivität in der Flüssigkeit lässt sich typisch im Türen öffnen. So. Also, flüssiges Natrium. Das ist schön und wir sind radioaktiv. Mit diesen Drehkreuzen lässt unsere Radioaktivität, wie sie uns gesagt haben, nach. Und ich trenne mich mal wieder super. Und das, denke ich, lässt auch die Radioaktivität nach. Genau. Doll. Und zu einem bestimmten Punkt muss ich das, denke ich... Das Level habe ich, um ehrlich zu sein, nicht kapiert. Ich habe nie kapiert, für was die Radioaktivität da ist. Da steht es, um Türen zu öffnen. Aber ich öffne hier keine Türen. Toll, die Hälfte schon mal weg. Weil hier ist so ein Zeiger, der misst meine Radioaktivität und nimmt sie mir gleichzeitig ab. Ah, jetzt, okay, hier rechts ist ein Durch... Okay, ah, seht ihr, wie viel man beim Let's Playen lernt? Wenn ich genug dabei hätte, würde sich die Tür rechts öffnen und dann würde ich da leichter durchkommen, anstatt hier durch so. Ah, ihr habt das bestimmt schon gecheckt. Als Zuschauer sieht man sowieso mehr, als der, der zocken muss. Ist mir schon immer aufgefallen. Gut, dann probieren wir hier ein bisschen mehr rauszuholen. Die Frage ist, wie? Gibt schon Vollgas nach rechts. So, das müsste jetzt genügen, oder? Ja! Es hat gereicht. Und weiter geht's, Alter. Ich sag ja, Skill geht heute ab. Wer ist eigentlich Skill? Das ist, wie es aussieht, mein bester Freund. Denn er begleitet mich hier. Und perfekt, Alter! Und Gold? Yes, Gold! Geil! Alter, bin ich heute gut! Doch trotz alledem wollen wir über einige Themen reden. Wie zum Beispiel... Retro Studios! Ne, erstmal Tipp lesen. Die längste Strecke sind nicht immer die einfachsten. Okay. Retro Studios haben ja gerade an Donkey Kong Country Tropical Freeze gearbeitet. Seid ihr witzig? Und sind ja jetzt fertig mit den Entwicklungen. Das Spiel kommt ja bald raus. Und jetzt denkt man, okay, vielleicht chillen die ein bisschen, aber nö. Die machen gleich weiter mit Entwicklungen. Ja, wo fliege ich hin? Jetzt muss ich wieder alles auswendig lernen. Okay, Skill ist vorbei. Und zwar suchen die nach neuen Mitarbeitern, um wieder an irgendeinem neuen Spiel zu arbeiten, welches natürlich nicht bekannt. Aber bekannt ist das ja an etwas arbeiten. Das reicht mir schon mal. Nein! Mach doch langsamer! Nein! Alter! Drehst du dich bitte? Danke. Hey! Mal wieder schwieriges Level. Ich bin schon gespannt, was die diesmal zaubern wollen. Ah, hier hätte sich auch eine Tür geöffnet, das ist schön. Die hätte ich sogar nutzen können, ich Depp. Aber ich denke, ich verliere sowieso jetzt zu viel. Ja, schade. Also bin ich schon gespannt, was die wieder Neues zaubern. Ah! Hab gerade nicht hingeguckt. Ich gucke immer auf meinen Notizzettel, der ganz ungünstig aus irgendeinem Grund rechts liegt. Ich will den einfach ganz simpel irgendwo... Ne, gut, kann ich nicht. Ich habe keinen Platz hier. Aber ich könnte mir Platz machen. Na jedenfalls kommt Super Smash Bros. Brawl! Ende 2014! Für Wii U raus und 3DS. Wurde jetzt offiziell angekündigt, das ist schön. Und da freut man sich ja.
Hab bisher noch nie ein Super Smash Bros. Brawl Super Smash Bros. Gezockt. Kommt da immer mit zu viel Schwung rein. Vor allem Brawl interessiert mich sehr stark. Ich besitze es nicht. Muss ich mir irgendwann holen. Melee bin ich mir nicht sicher. Und das allererste, na gut, braucht jetzt nicht. Aber, obwohl doch, ich muss ja Let's Playen irgendwie. Genau, weil alles wird Let's Played werden. Jo! An, so, ah, eh, ah! So. Komische Geräusche vor so wie. Oder auch nicht. Übrigens, das ist beim letzten Mal mit der Gießerei im letzten Level. Das hat schon eine Weile gedauert. Also ich habe es noch gleich danach, nach der Aufnahme, probiert. Hat aber nicht so geklappt. Dann habe ich eine kurze Pause gemacht und am nächsten Tag weitergemacht, also heute. Und ja, hat geklappt. Nein. Böses Natrium. Und Watch Dogs gibt natürlich wieder viele Gerüchte. Es war ja mal das Gerücht, dass GameStop es aus seiner Liste gestrichen hat, bestimmte Filialen für die Wii U-Version. Und ja, da haben natürlich gleich alle gedacht, Wii U-Version entfällt. Ja, komm. So. Jetzt hier probieren wir das mal. Yes, geschafft, cool. Können wir den oberen Weg nehmen. Das gefällt mir aber nicht, dass nur die Hälfte mitkommen will. Na toll, das läuft gar nicht nach Plan. Und hier soll ich auch gar nicht hin, hier unten. Weil wenn es nicht radioaktiv ist, komme ich hier gar nicht weiter. Na toll. Also entweder ein bisschen radioaktiv... Und unter 100% kriegen und unten durchgehen, damit ich mich wieder mit Radioaktivität aufladen kann und das Ding aktivieren kann. Oder die Tür öffnen und damit Schwung durchkommen. Hey, Alter, das war gut, das war nicht gut. Selbstlob stinkt, da merkt man es wieder. Kommt noch was? Gut. Es reicht hoffentlich wieder, um den oberen Weg zu öffnen. Ja. Gehe ich diesmal mit viel Schwung durch. Das sollte funktionieren. Und hui! Ja, es hat funktioniert. Cool. Ah, wohin? Wohin? Okay, Hälfte ist da. Da ist das Ziel. Ja, geschafft. Oh Gott. Mal wieder hier Dramatik pur. Ah, genau, Watch Dogs, neue Gerüchte. Jetzt kam auch bei Nintendos Line-Up, also bei der Liste, die Spiele, die rauskommen sollen und so, heraus. Was? Besonderheit, die Steuerung ist verkehrt herum? Spaltung? Nein! Nein! Wer neben meinem Gequatsch ein bisschen aufgepasst hat und mitgezählt hat, der weiß, dass das letzte Level ist. Es gibt ja insgesamt 6 Level pro Welt, habe ich schon mal erwähnt. Und das ist das letzte von Atomkraftwerk. Es gibt ja noch Dinge hier, Pixel und so. Das hat aber nur ein Level. Ist ganz klein. Und hier komme ich mit viel Schwung durch, ja. Nichts kommen mit viel Schwung. Noch ist die Steuerung übrigens nicht verkehrt rum. Das kommt noch. Jetzt aber Watch Dogs erstmal beenden. Ja, gut, Line-Up habe ich ja gesagt. Deswegen ist schon mysteriös, ob es doch noch für die Wii U kommen soll. Falls nicht, ja, was soll ich tun? Weil ich habe es mir vorgenommen, für die Wii U zu holen. Eine PS4 habe ich nicht und will ich nicht. Xbox One will ich auch nicht. PS3 und Xbox 360 habe ich nicht. PS3 habe ich mir aber vorzuholen noch. Ja, selbst nach dem Launch von der PS4. PS3 will immer noch gekauft werden. Ja! Mann! Okay, jetzt ist die Steuerung verkehrt herum. Ab jetzt, genau, weil die Schwerkraft ein bisschen blöder ist. Und nein, ich denke, muss so rum. Alter, das verwirrt mich total. Also, was soll ich mir da... Da muss ich mir eine PS3 holen, weil ich wollte es mir zum Launch schon holen.
Wäre das schon blöd, wenn das jetzt ins Wasser fällt. Na toll. Ah, noch ein bisschen ist übrig, okay. Ah, da oben war sogar noch ein bisschen, okay. Das kann ich mir jetzt aber schwer holen, oder? Ja, es kommt nicht mehr. Schade. Oh Gott, ich habe vor dem Level Angst und Respekt. Das ist schwer. Nichts für schwache Nerven hier. Mehr News habe ich sowieso nicht. Deswegen kann ich mich jetzt voll konzentrieren auf das Level. Jau! Und hier muss man so hoch. Alter, darauf bin ich nicht gekommen, hier hochzukommen. Hier hochzugehen. Oder? War korrekt, Satz. Und kaum nochmal Schwung. Yes! Oh Gott, ich habe nur noch sehr wenig. Das war die schwierigste Stelle eigentlich. Weil ich nicht wusste, wie es dort weitergeht. Mittlerweile seht ihr es, ich weiß es. Ah! Okay, noch ein bisschen. Ah! Brems ab! Brems ab! Schade, oh Gott, wir sind so... Kein Jammern, jetzt lese ich das zum ersten Mal. Jammern hieß dieser Smiley, mit dem man Level überspringen konnte. Oh Gott, das ist so schwierig. Na gut, dann zeige ich euch kurz, was mit dem Tipp gemeint ist. Man kann nämlich auch hier links herum. Ich denke, ich bräuchte trotzdem ein bisschen Schwung von rechts, kann es sein. Ja, ohne Schwung geht das nicht so gut. Na gut, da habe ich noch ein bisschen übrig, kann ich aber kurz mal zeigen. Ich denke, der Weg ist auch ein bisschen angenehmer als der da unten. Ja, sieht gut aus. Das sieht nicht mehr gut aus. So, da muss ich das wieder auswendig lernen hier. So rum. Ist auch immer verwirrend. Wie gesagt, jetzt ist noch die Steuerung normal. Erst später wird sie umgekehrt. Also daran muss ich mich erst immer gewöhnen. Das schlimmste Level in diesem Spiel. Extrem gefährlich. Musste mir an dieser Stelle, die ich erwähnt habe, auch immer nachgucken, wie es weitergeht. Immer nachgucken, wie es weitergeht. Irgendwas war wieder nicht korrekt. Weil ja, ich wusste es einfach nicht, wo ich hinlenken soll. Weil so nach oben bin ich nie gegangen. Ich wollte immer in diese kleine Lücke. Und ich sollte hier, denke ich, bremsen schon. Oder jetzt erst? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo muss ich bremsen, das weiß ich noch. Ja, und los. Okay, nicht so wie geplant, aber mindestens immer noch ein bisschen übrig. Oh Gott, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, 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 Angst. Das wird sowieso nichts mehr in dem Part. Darauf wette ich. Aber dann ist das Spiel endlich vorbei. Cool. Was heißt endlich? Hat mir ja Spaß gemacht, war ja keine Qual. Ja, und hopp, die Dopp. So, und jetzt wieder mit Schwung zurück. Und? Ja, fast alles. Oh Gott. Ich bin ein bisschen angespannt, deswegen ein bisschen ruhiger. Ich habe auch keine Ahnung, was ich sagen soll, außer... Ah! Ich verliere immer mehr. Und das ist wieder ein Fehler gewesen. Ja, hier muss ich stehen bleiben. Ich vergesse das nur immer. Ich weiß ja nicht auswendig, wann diese Stelle kommt. Na gut, der Part ist schon lang, deswegen würde ich sagen, machen wir noch diesen und einen weiteren Versuch. Und wenn die nicht funktionieren, was auch wieder toll beginnt, wie es aussieht, dann im nächsten Part sehen wir den finalen Versuch und das letzte Level. Das wird ein Spaß. So, jetzt mal gucken, wo ich bremsen muss. Ich habe die Stelle auswendig gelernt mal. Ich denke, hier irgendwo war's. Ja, ihr seht, das Ding fliegt perfekt durch. Naja, also die eine Hälfte. Ist aber immer noch genug. Die Anzeige ist zum Glück großzügig, weil ihr seht, wie wenig ich habe. Trotzdem ist die Anzeige so voll.
Da schreit jemand draußen, das ist schön. Nicht zu laut etwa oder was? Oh, da fallen Schimpfwörter. Sowas wie flick dich und so. Nix kinderfreundlich hier. Ah, so. Auch schön immer diese Atomzeichen. In Rot. Eigentlich schön bunt hier. Könnte man meinen, hier läuft eine Disco oder so. Ah, es war wieder zu wenig Schwung, aber noch ein bisschen ist übrig. Und komm, reicht das? Naja, nicht wirklich. Ich denke aber, der Punkt da... Ja. Ne, komm, lassen wir das am besten. Wie gesagt, im nächsten Part finaler Versuch. Und ja, letztes Level. Also bis dann, ciao.